Hi, und auch heute eine Legung für dich. Wie du siehst, ich habe deine Zwillingsflamme und dich rausgelegt. Und wir schauen jetzt mal rein. Also eine kleine Neunerlegung, ne? Also so seine Gedanken, seine Gefühle und seinen nächsten Schritt, ja? Seine Gedanken, seine Gefühle und den nächsten Schritt, ne? Seine Gedanken, seine Gefühle und seinen nächsten Schritt. Mhm. Und deine Gedanken, deine Gefühle und deinen nächsten Schritt in seine Richtung. Mhm. Cool. Sehr gut. Mhm. Die Maske, jetzt schauen wir mal deine Gedanken auch an. Oh, da gibt es Spiegelungen. Da gibt es Spiegelungen, des Spiegelungen. Es gibt Spiegelungen. Mhm. Es gibt Spiegelungen hier, ja. Es gibt Spiegelungen hier. Mhm. Mach mal schön die Musik an. Mhm. Jawohl. Mhm. Also, was haben wir hier? Also, bei dir ist der Neuanfang. So, dann beginnen wir so, dass ihr das alles sehen könnt. So, genau. Gut. Also, was sehe ich bei den Zwillingsflammen? Sehe ich hier in Gedanken. Er macht sich Gedanken, arbeitet daran, nochmal bestimmte Dinge zu erkennen, den Herzensweg zu gehen. Also, das heißt, er verliert schon so ein bisschen die Angst. Also, was ich jetzt hier sehe, also ich sehe hier schon, also die Maske, dass die Maske auch wirklich in Verborgenen geht oder weggeht. Also, dass der die Maske fallen lässt. Also, das ist doch schon mal grundsätzlich sehr positiv. Ne? Dass er jetzt schon mal die Maske fallen lässt. Also, das symbolisiert auch, dass er schon keine Angst hat, dass er das auch verliert. So, was sehe ich denn hier? Ich sehe hier, wie gesagt, auf der Herzebene die starke Sehnsucht und eine Herzöffnung. Also ganz viele Gedanken hat er in diese Richtung. Und ich sehe hier schon, wie das weitergeht. Also kam ich mit dir, also heimlich geht er, also mit dir weiter, definitiv. Bei dir sehe ich hier, du machst dir sehr viele Gedanken. Was ich hier sehe, der Neuanfang ist denn da bei dir. Also da schon bei dir geht es auch in eine neue Richtung. Du machst dir Gedanken über das Vorleben, du machst dir Gedanken, wo du dir vielleicht was vorgemacht hast. Du machst dir Gedanken über die Loyalität und Treue. Das sind so deine Gedankengänge. Und was ich hier sehe, also ich sehe hier schon, wie geht es weiter? Die Wunscherfüllung ist da. Und ich sehe hier, also auf jeden Fall, dass du also im Herzen ganz viel Kraft, ganz viel Stärke hast und auch der Schlüssel weiß, dass du in deine Herzkraft liegt, in deinem Herzkammer, ja, in dieses Herzenskraft, ja, und du liegst auch hier, ne, dass das wirklich deine Liebe ist. Und wie geht es weiter? Also es geht wirklich weiter. Also Briefe, es werden sinnliche Liebesbriefe geschrieben, tiefe Seelenliebe ist da. Also gedankenmäßig sehe ich hier auch wirklich, dass da auch wirklich ja, Dinge sich verändern werden. Also deine Gedanken ändern sich auch. Du öffnest dich auch schon in eine andere Richtung. Also das finde ich schon mal wirklich großartig, weil ich habe das Gefühl, also dass er wirklich die Angst verliert und also mit dieser Herzöffnung und mit den Wegen, dass er wirklich am Start ist. Also er wird richtig mutiger und das finde ich doch großartig, ja. Lass uns nochmal schauen, was fühlt er denn für dich?
Also es sagt, das ist die göttliche Fügung. Du wirst wissen, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Vertraue darauf, dass sich alles zum Guten wenden wird. Und bei dir geht es um die Treue, dass du dir selber treu bleibst und tief in deinem Herzen kennst du bereits die Antwort, tu das, was für dich auch wirklich wichtig ist. Ja, das war jetzt die Legung für dich. Ich hoffe, du hast dich hier auch wiedergefunden. Kann auch sein, dass du schon die Einwirkungen von Vollmond spürst. Wenn du darüber mehr erfahren möchtest, nicht nur im Thema Liebe, sondern was dich generell erwartet, empfehle ich dir, dass du auch meinen Taroskop-Kanal anschaust. Das findest du unter den Kanälen, also Kanalvorschläge findest du das von mir. Ich sage Dankeschön. Natürlich merkt ihr auch vor, am 9.9. haben wir auch den Lichtportal. Da kannst du dich auch für eine energetische Begleitung anmelden. Und wie gesagt, der Vollmond am 10. Bald ist es soweit. Ich sage Dankeschön und bis bald.